Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode Ask Me Mondays. Und schaut mal, was ich ein cooles T-Shirt an habe. Oh, jetzt können wir nochmal machen. Herzlich willkommen, liebe Leute. Friends, not food. Jetzt verfügbar, vegansavage.com. Zwei Designs, einmal das und noch ein anderes. Ihr könnt es auf der Webseite abchecken. Designed by Tanja. Und ich finde das einfach so süß. So, wer hat Bock, da noch Tiere zu essen, oder? Und ja, heute ist scharf. Letztes Mal war leider die ganze Zeit das Video unscharf und ich habe gar nicht gecheckt. Deswegen war dieser komische Comic-Look, der jetzt aber nicht mehr da ist. Denn jetzt ist alles scharf. Ja, es ist ein bisschen dunkel, aber Deutschland grau, Ende Herbst, fast Winter. Und die Softboxen, ich mag das gar nicht. Also wenn es wirklich nicht ganz dunkel draußen ist, dann habe ich lieber das Bild ein bisschen rauschend, als die Softboxen anzumachen. Und ich war gerade Blut abnehmen, denn ihr habt ja hoffentlich schon mein Blutbild-Video gesehen mit Nico, wo wir auf die Ergebnisse eingegangen sind. Deswegen fragt ihr euch jetzt, falls ihr es nicht gesehen habt, hier oben könnt ihr es abchecken, mein letztes Video. Oder vorletztes Video. Jetzt fragt ihr euch, wieso habe ich schon wieder Blut abnehmen lassen? Weil ich noch was anderes testen lassen habe. Einmal den Omega-3-Index und noch was anderes, denn ich möchte ein Experiment machen. Aber das verrate ich euch noch nicht. Okay, Ask Me Mondays, ihr kennt's, ihr habt die Möglichkeit, mir alle möglichen Fragen zu stellen, was immer euch interessiert, es kann wirklich alles sein. Und ich gebe einfach meinen Senf dazu, meine Meinung, mein Wissen und ich fange gleich an mit der letzten Frage. Und zwar, Ask Me Mondays, warum kommen in der Podcast-App keine neuen Episoden von deinem Podcast mehr, beziehungsweise warum werden dort keine mehr hochgeladen? Und ich habe das gelesen, vorgestern, und habe dann dementsprechend gestern gleich einen Podcast aufgenommen, weil ich war so, wie ich immer sage, entweder du bringst Ausreden oder Resultate. Und ich will jetzt nicht hier, ach ja, es kam jetzt seit 2-3 Monaten kein Podcast mehr, weil ich war so beschäftigt. Nein, keine Ausreden, sondern neuer Podcast kam vor ein paar Tagen hoch und deswegen auf meinem deutschen und auf meinem englischen Channel. Checkt's ab und ich versuche wieder öfter Podcast hochzuladen, weil ich extrem leidenschaftlich Podcast betreibe. In letzter Zeit leider wenig Gäste gefunden habe, einfach coole, interessante, einflussreiche Menschen, die ich auf meinem Podcast haben möchte, aber ich weiß, in der Zukunft werde ich so viel coolen, einflussreichen Menschen begegnen, die ich dann auf meine Podcasts einlade, je nachdem, ob sie Deutsch oder Englisch sprechen oder auch auf beide. Ich habe ja einen deutschen und einen englischen Podcast, falls ihr es nicht wisst, vegans.de Podcast, und vegans Podcast findet ihr auf allen Podcast-App, den gängigen wie Overcast, Podcast, so da heißt der App von iOS, also von iPhones, Stitcher, auf Soundcloud lade ich sie auch hoch, denn Soundcloud ist mein Host. Und wenn ich Gäste habe, dann lade ich es meistens auch auf YouTube hoch, hier. Vielleicht lade ich auch alle Podcasts auf YouTube hoch, aber bei den Podcasts, wo ich jetzt halt nur Q&As mache, nur selber rede, da filme ich mich noch nicht. Vielleicht ändere ich das und dann lade ich alle Podcasts auf YouTube hoch. Denn ich höre in letzter Zeit, weil ich habe jetzt YouTube Premium, oder heißt es Red? Nee, ich glaube, es heißt Premium. Falls ihr das nicht kennt, YouTube Premium, da zahlt ihr halt monatlich für YouTube. YouTube ist ja eigentlich kostenlos, aber mit Premium zahlt ihr, lass mich lügen, 9,99 € im Monat und da habt ihr halt diverse Vorteile. Jetzt nicht wirklich viele, die ich nutze. Den einzigen Hauptvorteil oder die zwei ist einmal, drei Vorteile, warum ich es nutze. Der erste ist, dass man den Display ausmachen kann. Du kannst einfach ein Video, ein Podcast, irgendwas anmachen, den Display ausmachen oder aus der App rausgehen. Und dementsprechend höre ich jetzt auch extrem viel Podcasts auf YouTube, weil früher musste der Display mal laufen, man verbraucht extrem viel Batterie und man klickt aus Versehen dann irgendwo hin, wenn der Display die ganze Zeit an ist. Aber jetzt, seit ich den Display ausmachen kann durch YouTube Premium, höre ich auch echt viel Podcasts auf YouTube. Einfach auch, um Leute zu supporten, um denen da mehr Watchtime zu geben. Was halt trotzdem cooler ist, warum ich Podcast-App ziemlich, warum ich sie trotzdem oft bevorzuge, ist, dass man da einfach 15 Sekunden zurück oder 15 Sekunden vorspulen kann. Oh, ja, bei YouTube geht das ja auch mittlerweile, genau, wenn man so klickt. Deswegen YouTube ist ziemlich cool, weil man da oft noch visuell sieht, die Gäste. Und die anderen Vorteile, ich bin gerade voll abgeschweift, ich weiß nicht, dass man keine Werbung hat bei YouTube, denn auf dem Desktop könnte man sich ja einen Adblocker holen. Was ich nicht empfehle, denn dann supportet ihr nicht die Creators wie mich.
Und auf dem Handy kann man ja sich keinen Adblocker holen. Und durch Premium hat man keine Werbung mehr. Und der dritte Vorteil ist einfach, ich mag die Werbung gar nicht, aber ich will halt andere Creators auch supporten. Denn ich möchte ja selber auch von euch supported werden. Denn durch das Monetarisieren meiner Videos verdiene ich ja Geld. Und das ist dann einfach Win-Win. Ich muss keine Werbung anschauen, aber ich supporte trotzdem die anderen Creators, denn durch das YouTube Premium-Geld, was ich zahle, werden ja andere Creators, mir eingeschlossen, unterstützt. Aber man muss selber keine Werbung angucken. Deswegen, ich habe einfach mal den Monat getestet, YouTube Premium, und war dann so, wow, der Display geht aus. Ich kann einfach in andere Apps reingehen. Einfach so eine simple Funktion, aber ich war dann so wegen dem Gedanken auch, hey, ich unterstütze andere Creators, ich bleibe dabei, ich zahle weiter dafür. Auf jeden Fall, was war eigentlich gerade die Frage? Genau, es kam Podcast, check ihn ab, auf den Plattformen, die ich gerade erwähnt habe. Leider nicht auf Spotify. Ich werde oft danach gefragt, hey, kommt dein Podcast auf Spotify? Wieso ist der nicht auf Spotify? Weil mein Host, Soundcloud, das nicht konfigurieren kann, noch nicht. Ich hoffe, das wird sich ändern. Und andere Hosts, die mit Spotify konfigurieren, sind einfach extrem teuer. Bei Soundcloud ist echt billig. Ich zahle im Jahr 100 Euro. Ich habe 2 Podcasts, also 200 Euro im Jahr. Und das ist alles, was ich für Podcasts ausgebe. Halt noch mein Podcast-Mikrofon, aber das habe ich einmal angeschafft. Und that's it. Und die anderen Hosts, wenn du halt viel uploaden möchtest, also lange Podcasts oder sogar unlimited, so wie ich das bei Soundcloud habe, dann ist das einfach extrem teuer. Dann kostet das schnell mal im Monat so 40, 60 Euro, 2 Podcasts, dann 120 Euro. Wäre jetzt Podcast mein Main Business, kein Problem, aber ist es nicht. Und deswegen verzichte ich halt auf Spotify, aber dafür habe ich es halt billiger, und es funktioniert ja genauso gut auf den ganzen anderen Plattformen, außer Spotify. Aber wenn du einen Host kennst, falls du nicht weißt, du brauchst meinen Podcast-Host, der dann, wo deine Podcasts eben gespeichert werden, so wie YouTube, die haben dann halt große, Räume mit den ganzen externen Festplatten, wo eben die Daten gespeichert werden, und Podcast ist jetzt eh nicht so groß, denn es ist ja nur Audio-Dateien, die sind ja eh immer ziemlich gering, und von diesem Host, wo du es uploadest, darauf greifen dann die ganzen anderen Netzwerke zu, wie die ganzen iTunes Podcast App oder iTunes selber oder andere Podcast App oder auch Spotify und so. Und man braucht eben einen Host, und ich bin bei Soundcloud, und der ist, warum erzähle ich euch das gerade? Das interessiert euch wahrscheinlich eh nicht. Aber wenn ihr einen coolen Host kennt, dann lasst es mich gerne unten wissen. Nächste Frage. Nimmst du BCAAs und Kreatin? Wenn ja, welche, beziehungsweise welche Supplements nimmst du überhaupt außer B12 und Vitamin D3? Da würde mich jedoch noch auch interessieren, welche. Okay, BCAAs? Nein. Ich hatte hier mal ein Experiment, wo ich extrem viel BCAAs konsumiert habe. 4:1:1, also viermal so viel Leucin wie Isoleucin und Valin. Denn Isoleucin ist ja wichtig für den Muskelaufbau. Es regt die Proteinsynthese an, ab, lass mich lügen, 3,8 bis 4,1 Gramm wird die Proteinsynthese aktiviert. Und dann habe ich einfach viele BCAAs konsumiert. Ich habe keinen Unterschied gemerkt, und sorry für den Krankenwagen. Deswegen konsumiere ich keine BCAAs, und um die Proteinsynthese zu aktivieren, braucht man ja auch EAAs, also komplettes Aminosäurenprofil. Aber ich habe auch keinen Bock, mir EAAs zu kaufen, sondern was mache ich? Ich esse einfach, und da wird die Proteinsynthese auch angekurbelt. Und ob es jetzt viermal oder nur zweimal oder dreimal am Tag ist, glaube ich, macht overall nur so einen kleinen Unterschied, und da möchte ich einfach kein zusätzliches Geld für Supplements ausgeben. Weil es ist schon teuer, würde man regelmäßig EAAs oder BCAAs kaufen, und die sind dann meistens mit synthetischen Süßstoffen, und auf die habe ich auch immer gar keinen Bock. Deswegen, ich konsumiere keine BCAAs oder EAAs zurzeit. Kreatin, klar, eins der best erforschten Supplements, die wirklich funktionieren. Jeden Tag 5 Gramm Kreatin. Manchmal vergesse ich es, kein Problem. Aber ich cycle auch nicht Kreatin, denn wieso sollte man das cyclen? Hast du halt, wenn du es nicht nimmst, dann hast du halt nicht den Benefit. Und den Benefit, sprich, dass du eben 1-2 Reps mehr rauspushen kannst, weil
Glykogenspeicher, boom, leer, dann kommt der Kreatinspeicher und wenn der eben voller ist, weil du es supplementierst, dann bist du eben in der Lage, oft ein, zwei Reps mehr rauszupushen. Ich habe es probiert, ich habe es zweimal abgesetzt, um zu gucken, brauche ich es wirklich, denn ich will wirklich so wenig Supplements wie möglich konsumieren und ich habe es gemerkt, meine Progression ist gesunken oder ich wurde sogar ein bisschen schwächer. Ich konnte halt nicht mehr diese Leistung bringen, nicht mehr diese letzten ein, zwei Reps und deswegen bleibe ich bei Kreatin, weil ich auch keine Nachteile sehe und doch. Ich habe halt noch keine Langzeitstudie gesehen über 15, 20 Jahre, aber ich habe schon öfter über Kreatin geredet, genau deswegen Kreatin 5 Gramm, Vitamin B12 500 Mikrogramm, Vitamin D habe ich gerade erhöht auf 4000 internationale Einheiten, falls, das habe ich auch mit Nico besprochen hier oben und ich werde jetzt auch in Zukunft K2 zu meinem Vitamin D dazu supplementieren, wenn du wissen willst wieso, hör dir das Ask Nico an. Und sonst nehme ich nur noch Omega-3 und du hast ja auch gefragt, welche? B12 nehme ich von Sunday Natural, da kenne ich auch die Laborwerte dazu. Vitamin D habe ich hier gerade einfach so Amazon Bestseller, glaube ich, von Vita Bay und das hier sind 2000 internationale Einheiten und ich nehme einfach zwei davon jeden Tag. Und Omega-3 habe ich zurzeit noch Profuel, aber ich werde Profuel jetzt nicht mehr supporten, denn die ganzen coolen Influencer, die ich mag, sind ja aus Profuel raus und es gehört nur noch Ralf Settele und ich möchte ihn nicht mehr supporten, deswegen kaufe ich jetzt mein Omega-3 von einem der anderen Anbieter, die ich auch in dem Video mit Nico hier oben besprochen habe und ich euch dann auch in der Videobeschreibung verlinkt habe und auf einen der Anbieter werde ich dann mein Omega-3 kaufen. Kreatin einfach bei MyProtein, denn da ist es billig und preiswert. Und was nehme ich noch? Nehme ich noch irgendwas? Ich habe hier noch ein paar andere Supplements, aber die nehme ich nicht. Wie hier Kelp, weil da habe ich auch mit Nico drüber geredet in unserem Blutwert-Video. Und das war's. Genau, das ist alles, was ich nehme. Lass mich lügen. Ja, das sind alle Supplements. Okay, wie lange haben wir noch? Okay, machen wir noch eine Frage oder zwei? Erzähl mal ein wenig über deine Harry Potter Fanliebe. Welches Haus? Wie kamst du auf Harry Potter? Lieblingsfach, Film etc. Also welches Haus? Ich würde einfach den sprechenden Hut entscheiden lassen, was er denkt, was am passendsten wäre. Denn ich bin eh kein großer Fan von den Häusern, weil das baut immer so Fronten auf und immer so Lager, Gruppen und er ist Slytherin und wir mögen ihn nicht, weil er eben Slytherin ist, aber vielleicht ist er ja voll cool, denn ich bin mir sicher, selbst in Slytherin sind extrem schlaue, coole, auch sicher mitfühlende Menschen, aber viele Leute, so aus besonders aus Gryffindor, mögen sie by default nicht, weil sie halt Slytherin sind und das ist halt nicht so cool. Deswegen, ich fände es viel cooler, wenn es gar keine Häuser geben würde, sondern man ist einfach Hogwarts-Student und denn stell dir vor, ich komme nach Hufflepuff und meine besten Freunde sind jetzt bei Gryffindor und ich würde gerne mit ihnen im gleichen Zimmer leben, aber nein, weil sie gehören zu einem anderen Haus. Können sie nicht bei mir im Zimmer sein, sie können nicht an meinem Tisch sitzen, ich kann nicht mit ihnen essen und so. Und das finde ich halt doof, deswegen ich bin kein Fan von den Häusern und ich würde einfach den Hut entscheiden lassen. So, ich denke, coole Leute sind in jeder Fraktion. Natürlich, so in den Büchern, ganz klar, sieht man halt die coolsten Charakter in Gryffindor und die bösen Charakter in Slytherin. Aber wie ich ja gesagt habe, ich bin mir sicher, in jeder Fraktion gibt es einfach coole und dumme Leute, alles Mögliche. Und überall findet man like-minded people. Das ist zu den Häusern. Wie kamst du auf Harry Potter? Also das erste waren einfach die Filme. Ich habe es geliebt, wenn jeder Film im Kino rauskam. Ich war immer ungefähr so alt wie die Schauspieler. Das heißt, es war richtig cool. Einfach den ersten Harry Potter, da war ich halt auch noch so klein wie die. Und habe den dann immer im Kino angeguckt. Ich fand es so cool. Und dann wurde ich älter. Und da waren auch noch nicht gar nicht alle Filme draußen, aber dann kam ich eben in die Bundeswehr und das habe ich euch ja im letzten Ask Me Mondays erzählt, da war ich dann extrem motiviert, ja, was aus meinem Leben zu machen und eine Sache, die ich nicht gut konnte, war lesen. Und ich war so, okay, lesen ist extrem wichtig und es ist mir auch peinlich, dass ich nicht so gut lesen kann,
Das muss ich ändern. Wie ändere ich das? Indem ich mehr lese. Und damals, ich habe noch gar nicht an Non-Fiction-Bücher gedacht. Da konnte ich mich noch gar nicht aufraffen, denn ich wusste, es muss mich fesseln, damit ich auch Lust habe, weiter zu lesen und viel zu lesen. Und da wusste ich, okay, irgendwas Fiction-mäßiges. Und ich wusste, so viele haben immer gesagt, hey, die Harry Potter-Bücher, da sind so viel mehr Details drin, alles Mögliche. Und ich war so ein Harry Potter-Fan, ich habe die Filme geliebt und ich war so, ja, ich will mehr erfahren, obwohl ich die Story schon kenne, wie viel mehr Informationen da drin sind, das ist ja dann alles neu für mich. Also habe ich angefangen und die anderen Kameraden so, oh, was macht ihr da, der liest Harry Potter, und die haben am Abend immer gesoffen und ich war in meiner Stube und habe Harry Potter gelesen und habe dann da halt schnell alle 7 Bücher gelesen und dann habe ich ja erzählt, habe ich auch ein Auslandssemester in Amerika gemacht und dann habe ich nochmal die Bücher aber auf Englisch angehört und es war nochmal so cool, weil ich ja da extrem motiviert war, mein Englisch zu verbessern. Und wie verbesserst du dein Englisch? Indem du viel Englisch konsumierst, auch durchs Hören und besonders durchs Hören. Und dann habe ich nochmal alle Bücher auf Englisch angehört und fand ich einfach extrem cool und ja, und angeguckt habe ich sie sicher so 5-mal, die Filme. Lieblingsbuch, Film. Ich fand alle Bücher und Filme richtig cool. Die allerersten sind halt jetzt leider schon so ziemlich alt. So von den Effekten ging es dann so ab dem dritten, war es dann besser. Aber damals war das halt auch ziemlich cool und man kann sie sich easy noch anschauen. Aber die besten fand ich wirklich in der Mitte. Denn ganz am Anfang, da waren die halt alle noch sehr jung und da waren die Effekte noch nicht so cool. Und im ersten Film, da hat Harry nicht mal einen Zauber ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber nicht einen. Wenn ich nicht falsch liege. Und in den letzten 2 Teilen, da ist halt nicht mehr diese coole Hogwarts-Stimmung, weil da sind sie auf der Suche der Horcruxe, keine Ahnung. Und ich habe es halt einfach geliebt, dieses Hogwarts-Feeling. Deswegen, meine Lieblingsfilme sind 4, 5 und 6. 4 war einfach extrem cool mit diesem trimagischen Turnier. 5 und 6 waren einfach auch extrem cool, wobei 6 dann schon wieder sehr düster wird, aber auch auf eine coole Weise. Deswegen, was war eigentlich 5 nochmal? 5, der Orden des Phönix, ja Mann. 4 und 5 waren meine Lieblingsbücher, Filme, beides. Freust du dich eigentlich auf Fantastic Beasts and Where to Find Them, weil du ja Harry Potter gerne magst? Es kam ja gerade, glaube ich, der zweite raus. Den ersten fand ich nicht so cool, weil es so, ja, es ist in der gleichen Welt, aber es hat einfach nichts mehr so mit diesem Harry Potter Feeling für mich so richtig zu tun gehabt. Für mich ist Harry Potter einfach, es muss in Hogwarts sein, Mann. Also es muss mit Hogwarts zu tun haben. Und das war einfach nicht so der Fall. Deswegen, ich fand den nicht so cool, den Film. Ich habe den nur einmal gesehen im Kino. Und den zweiten, ich schaue ihn mir auf jeden Fall an, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn so cool finde. Und deswegen freue ich mich so lala drauf. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass mehr kommt, weil ich bin einfach Fan. Aber ich freue mich jetzt nicht so extrem drauf. Und was ich feiern würde, also jetzt noch nicht, aber irgendwann in der Zukunft, wenn sie einfach nochmal alle Harry Potter Teile verfilmen und von mir aus auch gerne in einer Serie so, dass man halt noch, so wie bei Game of Thrones, dass man halt viel mehr aus den Büchern in den Film packt, denn in den Filmen ist immer so wenig drin und ich finde es cool, dass sie so den letzten Teil ja in 2 Filme gesplittet haben, um mehr reinzubringen aus dem Buch in den Film. Denn sonst geht einfach so viel verloren, was im Buch ist, im Film. Weil der Film soll ja nicht 6 Stunden dauern. Aber ich will einen 6 Stunden Film, aber in einer Serie. Und das finde ich richtig cool. Das können sie natürlich auch richtig versauen. Keine Ahnung. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich auf eure neuen Fragen unten drunter. Checkt die Shirts ab und freut euch auf mein Experiment. Bis zum nächsten Mal. Peace.